Bedingt durch das Design kann es bei der Herstellung von Kunststoffbauteilen zu Formtrennungen kommen, sogenannte Grate. Diese sollen bei dekorativen Bauteilen nicht im Sicht- bzw. Griffbereich liegen. Darauf ist bereits bei der Ausführung der Bauteildaten zu achten. Aufgrund immer komplexerer Bauteilgeometrien lässt sich diese Anforderung konstruktionsseitig nicht immer realisieren. In diesen Fällen kann eine gezielt eingesetzte manuelle oder maschinelle Nachbearbeitung helfen. Je nach Bauteil bietet sich das Polieren der Rohteiloberfläche an. Zwar ist dieses Verfahren nicht für alle Bauteile anwendbar, abhängig von der Geometrie des Bauteils und der Position des Grates. Dort, wo das Polieren möglich ist, werden jedoch gute Ergebnisse erzielt. Die Herausforderung beim Polieren von Bauteilen, die anschließend galvanisch verchromt werden, ist es, die empfindliche Oberflächenstruktur des Rohteils durch den Polierprozess nicht zu schädigen. Darüber hinaus sind offensichtliche Prozessfehler wie Kratzer und Schleifspuren ebenso zu vermeiden wie ein unzureichender Abtrag der Trennungskante. Sind die Parameter beim Polieren nicht optimal auf das Bauteil abgestimmt, entsteht in der Beize, dem ersten Schritt im galvanischen Prozess, eine inhomogene Oberflächenstruktur. Diese erlaubt keinen gleichmäßigen Schichtaufbau. Nur wenn ein homogenes Beizbild über das gesamte Bauteil erreicht wird, kann auch der Schichtaufbau im galvanischen Prozess richtig erfolgen. Entscheidend für eine homogene Oberflächenstruktur nach der Beize ist die richtige Kombination aus Schleifmittel, Anpressdruck und Temperatur. Diese Kombination muss für die meisten Bauteile individuell entwickelt und getestet werden. Bia ist es gelungen, die optionale Nachbearbeitung mittels Polieren zu optimieren. Dadurch lassen sich designbedingte Grate an Bauteilen vollständig entfernen, bei gleichzeitigem Erhalt der Galvanisierbarkeit. Bia bildet damit den kompletten Prozess ab: Spritzgießen, Polieren und Galvanisieren aus einer Hand. So ermöglicht Bia die Realisierung von gratfreien Chrombauteilen, trotz geometriebedingter Formtrennungen auf der Sichtfläche. Bia, die Oberfläche.